Tja, zu spät. So, und damit herzlich willkommen bei 7 Days to Tor oben. Immer ein Polizist, oder? Ja. Ja, immer. Hier an der Stelle immer. Ja, ekelhaft. Maismehl. Maismehl, Scheißmehl. Der ist schon tot. Du musst ja auch jetzt ist er aber toter. War mir nicht sicher, ob der tot war. Ich hab schon gar keine Ausdauer. Was ist denn das? Das ist furchtbar. Torbar. Nee, furchtbar. Torbar fauschte Bullfrau. Furchtbar. Was? Fruchtbar truff da. Endlich. Schmiede, Schmiede, Schmied, Schmied, Schmied. Willst du das? Da kommen Schmiede, doch hinten Schmied? Immer die Crawler. Immer. Letzten Raum. Willst du, dass da immer ein Crawler kommt? Ja. Mindestens zwei immer. Mhm. Schon auswendig mittlerweile. Das ist ein Safe versteckt gewesen. Genau, okay, den haben sie rausgenommen. Oder das ist dann random. Ja, doch, verfluchte Mülltonne gibt's immer noch. Gibt's noch nicht. Zeig. Oder ich komme gleich. Was ist denn das? Will ich gucken, in der verfluchte Mülltonne ist das. Wo, wie, was? Ja, leere verfluchte Mülltonne. Oh Gott, Mull, ey. Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, ein Spucker da oben. Und jetzt kommt die Crawler. Stimmt, ich erinnere mich. Oh. Wow. Toll, wow. Level 1 Basie, echt jetzt? Kann ich gleich bewegen, ey. Was ist denn das? Vor allen Dingen, weißt du, worüber ich mich auch aufgeregt habe? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wenn du einen Basie herstellen willst, brauchst du 60 Eisen dafür. Und ja, wenn du ihn so legst, holst du 7 Holz raus. Also, ey, Mull. Oh, noch eine Waffenkasche. Aus dem ganzen Eisenblock, wenn ich den aufwerte, ne? Was brauche ich da 10? Oh, für so ein Basie, da tust du die halbe Welt zerlegen. Einschmelzen. Ist klar, Mol. So, da würde ich gleich sagen, auf zur nächsten Quest, wa? Ja, Stufe 4 Gebäude hätten wir dann da oben. Ja, machen wir Stufe 4. Der Fall Stufe 2 habe ich noch, aber das ist in eine andere Richtung, oder? Dann machen wir die 4 raus. Befall Stufe 2, wo ist denn die? Die ist. Hä? Die sehe ich gar nicht. Das ist schon näher im Moment. Hä? Warte mal, wieso sehe ich denn die schon wieder nicht? Befall Stufe. Was soll denn das? Der zeigt mir die auf der Karte immer nicht richtig an. So, warte. Die ist außerhalb der Stadt, oder? In der nächsten. Nee, die ist nicht in der Stadt, die ist in einem extra Gebäude. Auf dem Weg der Händlerin, dann können wir auch gleich die Quest dann wieder abgeben. Und neue annehmen. Okay. Naja, Tatsache. Ja, aber Level 4 Stahlknüppel, ey, das bockt schon. Wie der haut denn? Schon gut rein. Nee, meine ich nicht. Tust du da nicht pro Schlag die Gegner eher heilen, so schwach wie der ist? Ja doch, ich heile die von der Zombifizierung. Irgendwann sind das wieder normale Menschen. Auch wohl nicht. Nein, da wollte ich gucken. Hey. Ja, kein Honig. Ich weiß, weil du es nicht abgebaut hast. Eigentlich müsste ich es abbauen, weil ich schon das Buch dafür gefunden habe. Mit dieser erhöhten Chance. What's ailing you? So, was nehmen wir denn?
10 Mollys? Nee, von Mollys bin ich tatsächlich geheilt inzwischen, seit der letzten Horde. Also das ist ja so schlimm mit den Dingern, was die für eine scheiß Hitbox haben. Ja. Ich wollte die von oben runterwerfen und hab die eigentlich, oder hab eigentlich auch so gezielt, dass ich wirklich ordentlich treffe. Und trotzdem ist der an der Kante explodiert und hat dafür gesorgt, dass ich dann anfange mit brenne. Also völlig dumm. Komm jetzt, auf geht's. Hä? Was macht ihr schon wieder? Ich hab dann nur gewartet, bis du dein Fahrrad hast. Sag mal. Fahrrad weh. Und Zombie. In dem Zombie, ein Zombie. Oh nee. Ja. Ein Zombie, ein Zombie. Oh ja, ein Zombie. Mein Fahrrad wird abgeholt. Dein Fahrrad wird abgeholt. Zaut ab. Da wurde ein Bibi überfahren. Ich hab dich mal gezwickt. Mary hat eine Bibi überfahren. Sehr gut. hier ist der alte Elfriede. Yeah. Ja, du blöde Mutti. Warte, dich zwicken. Level up, du Pisse. Na, Ausdauer und Heilung ist komplett ausgebaut. Jetzt noch den Magen in Punkt. Okay. Und dann gehe ich auf. Ach, süßen Schorner. Niedrig. Gut. Willis Cabin. Oh, toll. Vor Willi. Mama? Ich hätte hier noch ein paar Bücher. Wartet mal. Haben wir hier gerade irgendwo. Warte mal. Ich pack mal hier ein paar Bücher gerade rein. Vielleicht braucht der ein oder andere die. Weil die habe ich alle schon gelesen. In dem Briefkasten. Mama, Mary. Ja, ist eben für ein Ding nur 60 Holz aus. Das waren einfach 360 Holz gleich. Ding. Willst du die? Ja. Die findest du am meisten, die Elektronikrotze hier. Die Bücher. Immer noch. Und so auch nicht geändert. Na toll. Na toll. Ich hab schon nie verwendet, die Mildinger hier. Ja, aber hast's wenigstens schon für die Sammlung. Ich will zur Abwehr eine Tesla-Spule haben. Das wäre geil. Ja. Das wäre sexy. Ja. Soll das jetzt befallen sein? Ich glaube nicht. Boah. Boah, einfach oben weggesägt. Boah. Säge, 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 willst du, dass ich heute pflege? Wie man jetzt so richtig schön in der Aufnahme sieht, wie dieser Typ rumgebackt hat. Bei mir. Sehr toll. Ja. Ich hätte hier was für eure Steinäxte. Ah, ich hab dich schon ausgedacht. Ich mach lieber auf Eisen, wenn wir doch mal dir helfen, so eine Kiste aufzukloppen. Ich glaub, die hab ich schon drauf. Ja, hab ich Heilung. Schon. Ein Blaubeerkuchen, bester Mann. Echtens Blaubeerkuchen, hab ich schon meine Kistennummer genannt. Beste. Oh, nice, Wasserfilter. Oder Wasserreinigung. Kann ich jetzt hier an meinen Dings dran bauen. So, da kann ich auch mal schmutziges Wasser trinken. Das war's schon. Was sollte es jetzt befallen gewesen sein? Ja, okay. Da war nicht wirklich was. Also bei den Großen ist das heftig, ne? Ja, wie gesagt, ich hab ja eine Stufe 4 Befall noch in der Auswahl dann. Kann man ruhig mal machen. Wenn wir schön zusammenbleiben, geht das schon. So, komm mal, die Quest ab. Ich Stück für Stück, Raum für Raum pullen und dann. Was? 1 Kilometer ist die weg? Ja, weil wir ein bisschen außerhalb sind. Ist das hart. Hallo! Bitterungston! Können wir den Blaubeerkuchen essen?
Nom. Zauberkuchen. Das erinnert mich gerade, wo ich so jämmerlich verkackt habe bei der Quest von Phasmophobia, diese Weihnachtsquest mit den Keksen. Und dann so, ja, jetzt muss ich die Keks wieder essen, nam nam nam. Oh, einfach keine Lage mehr. You again? Amazing! I hope you like your reward. So, erstmal verkaufen. Now that you have some money to spend, we're running a 10% off sale for the rest of the day. Ich komme nicht näher an die Händlerin ran, Marco, guck mal. Ihre Brust ist zu groß. Ich komme nicht näher an. Good job. I knew you could do it. Jetzt das Ding was weg. Deine Vergleich mal. Weg. Mary? Kannst du ja mal gucken, ob der hier besser ist? Deins besser. Ja, mein Gott. Ja. Amazing! I hope you like your reward. Also Molly ist im Müll, hast du gesagt, im Moment so ein bisschen. Diese, ich finde die Hitboxen von den Dingern so scheiße. Ich nehme wieder den Stahl, komm. Mary? Guck mal nach, ob der Basie hier besser ist. Weil dann kannst du den ja nehmen. Soll ich das Taschenmotorradpaket nehmen? Nee, Taschenmotorrad ist doch Quatsch. Ich wollte ja das richtige Motorrad nehmen. Bergbauhelm. Good job. I knew you could do it. Stufe 6. Oh. Und die Helmut natürlich. Ja, das mache ich. Machst du das quasi? Quasi. Quasi? Auch nur quasi. Obwohl. Nö, ich mach die Lichtmod erstmal hier dran. Ich bleib bei leicht. Nee. Hilfe. Hilfe. Oh Mann. Oh, this is the best way to get dukes. And rewards. Hurry back soon. And I'll have Mary, a nice hier. Reward for you. Kannst du mal gucken, ob der besser ist? Von Werten her. Du Alter. Offen. Helfen. Thank you so much. Aber, ja. Hey, come again. Jo. So. Achso, Quest noch, oder? Stufe 2. Animal Hospital. Ey, das hat man doch letzte erst, oder? Das kennt man doch jetzt auch schon. Das Marketing. Das nehme ich mal. Ja, ne. So, welche machen wir denn jetzt? Stufe 4 war das Befallen, ne? Nee, das ist normal. Einfach nur säubern. Ja, machen wir das mal. Das sieht doch gut aus. Das ist Don Vittorio's Baghetto Residenz. Boah! Mein Inventar ist zwar relativ voll, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Gehen wir schon hin. Dann, warte, nehme ich die Quest mal an. Leere Polizeiauto. Sein Fahrrad steht immer hier, ne? Das eine Level 2 Gebäude liegt ja gleich auf dem Weg, das können wir wieder machen. Das ist gleich hier. Okay. Wenn wir mit dem Stufe 4 Gebäude fertig sind, ist es eine Stufe minus 4. Oh. Jetzt geht's wieder los. Das ist der schlimm. Schlimp. Schlimp. Oh, einfach nur schlecht. Exakt. Wo willst du hin? Wo will ich denn hin? Das ist doch gleich hier. Machen wir fix die Quest hier. Oh, wartet mal, noch nicht annehmen. Okay, wir nehmen an. Okay. Oh Mann. Annahme weh. Oh nö, das ist der Hunting Residence. Oh ja, ist klar. Ja, deswegen säubern wir die ja jetzt, damit wir sie dann zerstören können. Also ich weiß nicht, wie sie das jetzt gemacht hat. Aber ich hab auf der Kapuze jetzt einen Helm geschmiert. Du auch? So. Oh. Ihr könnt. Jetzt hier quasi. Ich Mary. Achso, ja, ich kann hier wieder der glückliche Sammler, Level 2. Und bald habe ich es auf Level 3. Nö. Oh nö. Zwei Dietriche, nice. Ach, das mit den Trinken würde mal so schön. Aua! Macht Spaß.
Ich hab mal das Feuer abgestellt. Hä, das hat dir gar nichts abgezogen. Ich wollte gerade sagen, hä? Ist das dumm? Das müsste eigentlich übel Schaden machen. Hier ist so ein Puffermantel, falls den jemand verwenden will. Also fängt das an zu brennen, sobald ich dort stehe, oder was? Bei mir war das die ganze Zeit an. Das ist jetzt gar nicht so. Mama! Das haben sie auch geändert. Einfach die Schädeldecke weggerußt. Einfach die Schädeldecke weggeschmust. Einfach zerstört. Vernichtung. Es ist schon cool. Und die Spiele müssen brutal sein. Oh nö. Oh nö. Ja. Hallo, gibt es her? Nee, ihr müsst über die Küche nach oben. Ach, da! Da guck ich doch nie hoch. Was ist das für eine Kacke? Das ist wirklich geil. Da habe ich auch erst ein bisschen geguckt, wo es hier weiterging. Also, das war ist wirklich dumm. Und dann, dann springst du hier nach unten. Hier kommen mehrere Zombies wieder. Ach ja. Ah, der hat wieder 5 Meter Arme. Ist klar. Denkt dran, ihr müsst wieder eure Kiste suchen. Meine ist hier. Und dann. Oh, Moment, ist irgendwo unten. Und dann. Ah, ein Dietrich hier, Marco. Nice. Und dort hier. Jo. Warte mal, Mario hier, ich weiß, du magst die Bücher nicht, aber wegen der Sammlung einfach, guck mal, ob du die vielleicht brauchst. Mary? Meinst du es irgendwo unten? Mary weg. Ja, Mary weg. Hör, mein Leben! Ach, hier! Ja, meinst du es auch hier drinne? Ja, da kann man die Quest gleich wieder abgeben und dann kannst du schon wieder eine neue annehmen. Weil das ist ja gleich hier um der Ecke. Okay. Okay. Bester Mann? Ja. Okay. Ich komme doch aber nie an die Händlerin ran, wenn die mich wieder auf Buße so wegdrückt. Ah, oh, ist dafür. Meds, Drugs, schlimm sowas. I've got it all. Amazing! I hope you like your reward. Ja, verkaufen. Kannst du die Scheiße haben? Ja, guck mal! Mary, komm her! Thanks. Here's your pay for a job well done. Guck mal. So, don't spend it all in one place. What are you buying today? But if you do. Ja, mein Inventar ist schon ziemlich voll. Munition. Ja, Marco, guck mal. Die zwei Zelte. Ist ihr BH. Es ist so. Du bist eine blöde Alte. Erstmal ein Stück Maismehl essen. Oh je, das hat mir Zeug, Alter. So, dann machen wir jetzt die Stufe 4. Ich muss was essen. Ja. Ich hätte noch ein bisschen was einstecken. Muss was essen. Ja. Dankeschön. Trinken? Auch gleich, ja. Trinken? Ja. Okay. Oh, wo ist es denn? Hier. Aber was ich ja immer noch dumm finde, dass dieser Kochskill bei Stärke ist. Ja, Mann, ich brauche die übelsten Muckis, damit ich kochen kann. Ja, natürlich.
Logisch. Ja, so eine Bratpfanne übers Dings zu halten, ist schon schwierig. Oh, verschlossenes Polizeiauto. Jetzt geht's wieder los. Oh, nö. Du kotzt mich nicht an, du Ekelhafter. Keine Chance, die Viecher. Alle tot. So, was haben wir drinne? Ja, geil, da brauche ich die gar nicht knacken, ey. Okay. Hat sich gelohnt. Tust du kacken, tut's laut knacken. Was ist denn mit dem nicht in Ordnung, ey? Das hat sich gerade so schön gereimt, Mann. Ich wollte gerade sagen, fahr nicht fürs Auto. Geht Big Mama kacken, du dir Genick knacken. Wie drückt denn die, Alter? Einfach so Gullideckel aus dem Darm wölben. Und das nächste Polizeiauto. Komm, ich mach dir jetzt mal hier alle schön auf. Ja, Hühnchen. Ich darf mal schneiden. Warte mal. Ah, das finde ich ehrlich richtig cool mit den Polizeiautos. Dass die jetzt hier so Zombies anlocken, wenn du die auffasst. Natürlich. Du kotzt hier nicht rum, du Ekelhafter, ey. Marco ist ja da drüben. Ja, ich bin gerade Polizeiautos. So, das nächste. Weil jetzt ist ja mein Loot-Bonus schon wesentlich höher. Auch wegen Level. So, dann hier zum Verkaufen mitnehmen. Hast du den jetzt mit einer Steinaxt? Steinaxt! Loot geht noch. Also, ich bin komplett voll mit dem Loot. Feuerwehr! Feuerwehrauto! Was? Schon großes. Warum? Auch noch nie gesehen. Warum? Weil... Warum? Ich weiß noch nicht warum. Ja, natürlich finde ich dort zwei Feuerwehrbücher drin. Und natürlich genau die ich schon habe. Ja, jetzt verlegen wir mal den komischen Messing für Passing. Ambulanz. Kann ich auch wieder nichts mitnehmen. Oh ne, dein Fahrrad wieder fest. Ach nee. Ja, die ganze Zeit schon. Immer wenn ich da ganze langfahre. Zeit? Seit wir spielen? Immer wenn ich hier langfahre. Ja, dann klopf es doch weg, du Steinax. Willst du stirbt. Klopfen. Ja, ja, klopfen. Ich würde Fahrrad halt kurz auf. Richtig schön klopfen. Wie klopf wie der Hase. Also von der Zufahrt her liegt das schon ein bisschen komisch, das Gebäude von uns, gell? Bisschen, ja. Weil es halt so ein bisschen außerhalb liegt. Immer oft in irgendwelche Sackgassen. Ja, außenrum, warte mal. Oh, jetzt wieder die Booby Trap. Und jetzt hier lang, Alter. Das ist ein Schock, dass hier alles öfft. Die Map muss abgebaut werden. Dann steht nur noch unser Haus da. Ja. Auf einer schwebenden Insel. Oh, das erste Wasser ist fertig. In der ersten Pause haben wir. Lalala. Oh, hier zwei. Ach, Mol. Na, wie geht's denn dir? Das ist sinnlos, was der jedes Mal versucht. Nach einer halben Stunde hast du keine Wasserprobleme mehr. Ich weiß nicht, was die Änderung jetzt gebracht hat. Ich werde trotzdem 50.000 Wasser wieder haben, wie immer. Das mit den Gläsern ist halt wirklich ein bisschen dumm, ey. Dass der Gläser halt rausnimmt. Ich sammle Tau und hab dann auf einmal Gläser da drin. Mm. Also, Wassergläser. Wie gesagt, das ist ja das Einzige, was mich wirklich bei Long Dog so ein bisschen stört. Ich hätte mir echt gewünscht, dass du dort wirklich Plastikflaschen sammeln musst. Dass es davon halt genug natürlich gibt, dass du immer wieder welche findest, aber es wäre halt nur realistisch, ne? So, jo, Ludertruhen. Erstmal zumüllen. Alles voller Mist und Müll.
So, rein damit hier. Mal die ganzen Tokens noch hier mit rein. Trinken wir davon mal einen hier. Essen wir uns mal einen durch. Das ist klar, das habe ich gleich mitgegessen, weil es so lecker ist. Kaffee und Nägel, richtiges Männerfrühstück. So, Level 4 Gebäude. Let's go. Das war's. Das kalt ja nämlich richtig. Oh, dieses. Din-din. Was soll denn das? Oh, ich hab wieder keine Munition mit. Egal. Das war's, ne? Ja. Der Stallknüppel ist meine einzige Munition. Den feuer ich jetzt mit meiner Kanone ab. Oh, Stallknüppel voll in die Fresse gefeuert. Endlich, danke! Oh! Meine Fresse! Ich hab endlich mal das letzte Buch vom Schlagmann gefunden. Ich war seit Tag 3 oder so, war ich auf 6 von 7. Alter, schon wieder so ein Spucker, ja. Oh nö! Alle auf ihn! Der war doch nix! Wird das jetzt was gewesen sein? Ah, wir sind der Beste. So, wir eskalieren. Hier hab ich nochmal ein Buch für euch. Jetzt halt nochmal drauf von. Schwindlich, 10% mehr Schaden an Hirsche. Tagebuch des Jägers 5. Na, ja, ich geh gerne jagen. Weißt du, das brauchst du eigentlich auch nie, weil so ein Hirsch selbst immer. Selbst mit der einfachsten Bogen, mit der einfachsten Waffe, ein Schuss, gestelft, weg. Ohne irgendwas zu skillen. Ja, wird ja auch mal Zeit, dass sie die HP von den Viechern ein bisschen reduziert haben. Ganz komisch. Du bist doch da Alpha 14, wo die quer durch Stall bekommen. 3, 4 Pfeile. Hast du 4 Pfeile rein? Nö, der rennt wie ein Bekloppter. Natürlich. Ist doch Gottforsch gewesen. Das ist auch so schlimm. Vor allen Dingen über die halbe Map. Oh, Polizeiauto. Ja. Hallo. Geht wieder los. Die kommen. Aua! Warum? Aua! Carol! Der hat mich geboxt. Warum? Der hat mich geboxt. Der hat mich geboxt? Das ist aber nicht nett. So. Hast du zurückgeboxt? Ja. Level 2 AK, schon wieder. Kann ich mal eine Level 3 machen? Machen wir nie an, Schatz. Auch das schocken nicht. Die bleiben bei uns auf Walking Dead Niveau. Ja. Das sind sie. Definitiv. Ach, guck mal, welches Gebäude das ist, so wie. Welches wir machen müssen. Warte mal. Mal schauen, ob du es schon von hier aus erkennst. Welches Gebäude das ist. Gucken wir mal. Unseres! Ja. Pass auf die Minen auf! Hä? Das habe ich doch der Mary auch gezeigt, das haben wir da auch immer gespielt. Hm. Das sind doch Minen außenrum, musst du aufpassen. Im Innenhof auch, ja? Sagst du bloß lieber. Ich habe sie so weggenommen, ich weiß es nicht. Da war ja alles vermint. War das im Innenhof. Nur drinnen? Nee, auch hier außen. Hm? Aber nicht überall, das ist ja das richtig assihaft. Ich guck jetzt mal. Im Hof auf jeden Fall war alles voll. Die haben wir ja weggeballert. Hier auf den Wiesen überall noch, hier vorne. Hä? Haben sie weggemacht. Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass auf dem Gebäude Minen waren. Glaub mir, ich habe hier das Gebäude mindestens 50 Mal gespielt auf meinem Speicher. Die haben es rausgenommen. Also ich bin mir sicher, dass bei unserem Gebäude keine Minen waren. Das ist eine. Naja, waren aber viel mehr. Hier war alles voll. Hier war eine. Hier war eine. Hier hinten waren welche, wenn du hier an den Loot willst. Alles voll gemint. Also ja, hast du locker 10 bis 15 Minen mit drin. So, das Auto. Fix zerlegen. Oh, schön. Ich hab schon in meiner Aufnahme gesagt, ey, das Ding erkennt man kaum wieder, ne? Ja.
So wie wir das umgebaut hatten inzwischen. Guck mal, nee. Nee, guck mal, das ist verwildert. Das ist alles verfallen jetzt, mm. Was wir mal gemacht haben. Das sah so geil aus. Ich hätte schon wieder Bock, ne, das Gebäude wieder zu nehmen eigentlich. Das Gebäude ist halt so geil. Aber das dauert. Mm. Vielleicht mal mit dem Motorrad oder so. Schließt du dich ja offline. Mm. Okay, los geht's. Auch das hier mit dem Golfplatz und all, das ist so geil. Mm, mit dem Pool hinten. Das ist schon ein geiles Gebäude. Das war's. Man hat's den erschlagen hier beim Sport und dann ist er tot. Stimmt. Die kick ich runter. Ah, hier, Mary. Ja. Ja, dann aber den hier. Komm. Hallo, ich will dich runterkicken. Ich nehme mal wieder auf. Ich will dich runterkicken. Jawoll! Wo seid ihr eigentlich? Oh, da vorne noch irgendwo. Aha. Durchs Fenster hinten. Ich hab mir ja überall dann alle mal alles aufgekloppt. Das hat mich nicht mal interessiert. Hier hinten mit der Feuerstelle und so weiter. Das ist schon. Hier, der Pool. Das ist so ein geiles Gebäude. Ja, nicht nur der Pool. Du hast ja noch hier. Im Grün so ein bisschen dieses Chillbecken hier. Ja, mit dem Stein hier hinten, was die ja immer so machen, ja wie beim Waikiki. Die Feuerstelle, die ich immer nachbaue jetzt, wo ich das Lagerfeuer reinmache. Ah, das ist schon geil. Ist wirklich ein cooles Gebäude, ja. Du hast die Mauer rum, ne? Mm. Auch gut. Die ich ja dann angemalt hatte und alles. Ja. Das war so geil. In der Laden, ah, hast du gebaut. Für mich. Mm. Na, deine UW-Bar. Mm. Willkommen. Oh, für Mutti. Wisst was, ich mach das mal offline. Da werde ich umziehen. Geh mal hierher. Dann nehmen wir das Gebäude hier wieder. Einfach nur, weil ich dann weiß, okay, wie ich es ungefähr umbaue. Aua. Alter, hey, das Kino ist diesmal zu, okay. Müssen wir von woanders ran. Hä, das hier ist doch neu, die Bowlingbahn. Die gab's damals nicht. Die ist neu, ja. Ah, das ist Heilung. Ja, die haben ja fast alle, nicht alle, aber fast alle überarbeitet. Ja, und hier war okay, ja dieses Kino mit dem Knopf, was so funktioniert hatte. Ja, du gar nicht mehr, wo rein. Du das Licht an und aus von dem Beamer an und ausmachen kannst. Wie kommt man da jetzt hin? Weil das ist zu. Na hoch. Ja, aber von oben gab's doch keinen. Ach nee, das war dann. Was war das denn? Huch. Wir müssen ja hier hin dort, dann hier hoch, dann fällst du hier runter. Und hier hatte ich ja auch diesen Glasboden und alles gemacht. Und oh Gott, ist das lange her. Und so eine Küche hier. Das war ja auch alles offen. Nee, wir müssen ja aber einen Dachboden, der schickt dich so hoch, runter und dann in den Keller. In diese Bunkeranlage, wo sie ja. Scheiße, wird er gemacht. Oh. Ist da wieder was versteckt, wenn die schon so halb kaputt sind und nur aus Holz kommen? Ja, Munition. Sowas erkenne ich schon. Schönes Mullfrühstück. Ja, hier wieder lang. Ja, und hier war eigentlich diese Wendeltreppe, Mario. Ja. Die ist so nicht mehr. Aber du kommst von hier jetzt hoch, weil die Wendeltreppen sind Müll. Die sind so eng und sperrig. Deswegen haben sie die bestimmt mal ein bisschen geändert. Das haben sie von mir abgeguckt hier. Wie ich das gebaut habe. Ja. Weil ich hatte das ja dann auch so gebaut. Mit dem Zugang zu hier oben. Und dem extra Laden. Ja, waren der besten Mann. Alles umgebaut, alles angemalert hier. Junge, ey. Da hat auch eine Arbeit drin gesteckt. Das erkennst du echt nicht mehr wieder, das Ding hier, ne? Ist das heftig. Und jetzt sind wir nämlich hier in dem Raum, wo du diesen Laden gemacht hast. Und jetzt kommen wir gleich runter. Ja. Dein war ja mein Zimmer. Daneben, ja. Guck mal, wo du deins hast. Aber das ist gut. Wir haben so ein bisschen geändert. Das ist mein Zimmer aus, du Aladdin.
Das Ding nehmen wir ja auf jeden Fall wieder. Kannst du wissen, ey. Ich habe jetzt nur einen Bock, das Ding hier wieder umzubauen, ne? Ja, mach mal hoch, komm. Da machst du das offline, ne? Da zieh ich mal alles um. Aber da brauchst du ein Auto, oder cheatst du dir das? Nee, ich werde wahrscheinlich mal so machen, wirklich alles komplett leer machen im Inventar und einfach nur hin und her fahren. Es ist ja nicht so weit jetzt. Es geht. Okay. Warte, ich muss jetzt unbedingt den Sperma skillen hier. Damit ich mal ein bisschen mehr Ausdauer habe. Ich mach zwei Schläge und dann ist der noch ein Heulen. Na. Hey, warte mal. Ach, hier! Hier ist es! Ah! Oh. Bitte, geht das noch? Warte! Ja! Es geht noch! Alter, das ist so cool! Ich liebe es einfach nur! Warum man das nicht. Also, ich frage mich immer noch, warum man nicht einfach Lampen jetzt mit einer Farbmod einfach mit einer Farbmod einfärben kann, dass du auch verschiedene Lichter machen kannst. Ich möchte eine rote Base oder eine blaue. Ist die bedrohlich, das geil ist? Wie bedrohlich das geil ist? Ja. So ein bisschen das Feeling noch. Und Mary, selbst dieses ganze Ding, was jetzt hier kommt, das habe ich alles repariert und ausgebaut hier. Alles, was hier kaputt ist. Das habe ich dir schon gezeigt und erzählt. Das, Alter, ich habe hier so viel Arbeit reingesteckt. Das ist schon schlimm, ey. Das machen wir wieder. Definitiv. Ich habe ja auch, wisst ihr, dass ich ein bisschen rumbock, wenn ich immer wieder neu anfangen muss mit meinem neuen Alter. Warte, ich mach Türen auf. Marco. Ja, du weißt ja, dass ich mal rumbocke, wenn ich neu anfangen muss mit meinem neuen Alpha. Ja. Ich habe genau dasselbe Gebäude und ich werde das ganz genauso auch wieder bauen. Ich habe wieder das schnellste Gebäude genommen. Und alles ganz genauso. Das bleibt alles so wie ich. Ich hab's mal geschafft. Ui. Aber der Mary nicht. Ja, auch gut. Die ganze Brücke hier, ja, alles Brücke. Repariert. Du hast es geschafft und ich nicht, hä? Das hier haben sie so ein bisschen anders gemacht hier. Irgendwas ist nicht bestimmt. Sieht doch alles anders aus jetzt. Aber immer noch schön hier gequält mit der Lampe dann drauf. Mm. Und das waren wieder irgendwelche Drecksäcke hier. Oder die haben hier Snuff-Filme gedreht. Hallo? War noch? Nee. Ah ja, die Schnapsdinger immer. Aua! Sag mal! Lass meine. Hey! Aua! Warte mal. Boah, sind die schlimm. Oh, bin ich froh, wenn wir nachher unsere Map wieder spielen, Hammery. Komm, du kaufst uns jetzt einen Lukasaft. Ich hab kein Geld mit. Oh, verdammt. Stahlsperr Level 1 freigeschaltet. Ja, hier unten mit unserer Waffenkammer und so weiter. Das ist schon der Hauptraum. Bei ganzen Kisten. Da kommen sie doch, ne? Hier und da hinten. Wo war das? Natürlich, boah, Hilfe! Da. Ich geh mal vor. Alter. Muss die mal klopfen? Hilfe. Nee, hier müssen wir nicht weiter. Irgendwo hier oben. Der hängt an mir fest. Nee, hier die Leiter hoch. Hier ist der Hauptloot. Hier kommen sie jetzt. Irgendwo ja war das doch, warte mal. Hier die Leiter hoch. Ja, warte. Wo denn? Oben. Boah, zwei Quietschi-Viecher, was? Das ist schon mal weg. Das war's. Nice. Das war's schon. Das war's. Da ist nämlich Schluss. So, kleiner Knacken. Meine Fresse. Das schlimmt. Was eine Schlacht. Wieso hat meiner Hunger? Was? Wer ist denn schon irgendwas? Was soll das?
Nice. So, was haben wir drin? Naja. Oh, was ist denn das? Warte mal. Bauplan. Fahrzeug Superlader Mod. Okay. Hast schon mal den Bauplan dafür. Eine Menge Munition und. Ja, so allgemein Zeug. Ja, das hat sich ja dann alles ausgetauscht hier. Mit richtigen Türen. Aha. Ja, hier ging es ja noch in Pulverkurzecke. Du das mal bitte. Warte, ich guck mal durch. Dann hast du ja hier noch den Safe. Oh! Oh, das bringt Geld. Ich habe ihn gezwickt. Gesundheit. Danke. Gut sein. Danke, danke. Das waren alles nur Einzelteile. Aber hier kann ich noch knacken. Oder? Nee, warte mal, den. Ah, nee, gut, der dauert ein bisschen. Nee, knack mal. Gucken wir doch mal. Knacki, knacki, knacki. Kann man dieses Rolltor von innen eigentlich aufmachen? Nee. Geht das irgendwie? Ist da ein Schalter? Ich seh's grad gar nicht. Rolltor? Ja, irgendwie müssen wir ja hier rauskommen. Wir müssen hier hoch. Hier durch. Zwei Bücher auf jeden Fall. Nice. Warte mal, jetzt muss ich mal ein bisschen was zerlegen, ne? Hier ist ein Pfeilspitzen aus Stahl, wenn jemand gerade noch mitnehmen will. Gut. Voilà. Ja, nice. Wo GG. War das? Nee, hoch, oder? Hier lang. Dann nur. Nicht den Gang hochspringen, sondern. Und hier der Leiter nochmal hoch. Und dann einfach die Treppe nach oben. Wieso ist denn das jetzt im Favorit drin, hä? Oh, ich geh mal kurz zur Seite. Nein, ich will das so nicht verfolgen. So, jetzt. Ja. Nice. Das war's, ne? Das war's. Ey, komm, das war in Stufe 4. Wollen wir das schnell abgeben? Ja, klar. Wo ist denn hinter? Rede mit Brust. Was geht das hier da los? Rede. Ja, ich fahre so eine Kante und da gehen einfach 1000% von mir. Ja, genau. Das ist so dumm, ehrlich. Rede mit Frust, mit der Brust. Ja. Ich krieg den. Das war's schon. Oh, der echten. Willst du den mal zwicken? Und schneiden. Hau dem eine über, ja. Beste. So, 43 Minuten haben wir gerade. Passt ja. Passt ja die Razzia. Siehst du, da hab ich auch wieder 4 Folgen, wo ich ein bisschen was gucken kann. Ich glaube, ich muss erstmal wieder Platz machen hier. Ja, na, dann gehen wir aufs Klo. Na, ja, das sowieso. Richtig schön abpacken, ey. Einfach 3 Kilo ins Klo rein. Urinius, Cudius, Orschmalzius. Ganz edler Römer. Ja, ganz edler Römer war das. Das weißt du. Das ist ja nur die Wahrheit. Hä, hey, hast du irgendwie gekocht mit Bein oder irgendwas, Mary? Mit deiner HP so weit unten ist? Ja. Und die hat alles. Die braucht Honig, die braucht Schmerztabletten, die braucht Essen schon. Na gut, durch die Heilung. Jetzt noch schnell ab. Räder, Brust. Räder, Brust. Das erinnert mich gleich wieder an die ersten, ich weiß nicht, 10 Folgen oder so vom Kong mit Fallout 4. Wieder oh, alles hol mir den Unterhebel-Repetierer. Für mich. Okay. Congratulations. Ich hab was für dich. Was Schönes.
Willst du High Noon Band 6, Marco? Wegen deiner fertige panzerbrechende 9mm? Obwohl 9mm nimmst du selber jetzt nicht, ne? Derzeit weniger. Sprengbolzen, ja, ist auch Müll. Ich nehm die Pumpgun für Marco. Ich nehm schon mal eine Nachtaufgabe an, aber oh weh, ich hab hier was für dich. Jetzt guck ich das mal ganz kurz, oder? Oh, das wird dir gefallen. Stahlspeer, welche? Oh, jetzt vergleiche ich die fette Mutti. Was? Und da doch vier Mods. Vier Modplätze. Was ist mit dem? Ist da irgendwas? Bester Mann. Mol, was ist denn mit dir? Guck mal, was ich hab. Also Speere habe ich ja sonst nie genommen. Mm. Weil für mich machen die jetzt erstmal Sinn, wenn du nicht mehr wirfst, sondern einen starken Angriff hast. Ja, ja. Und du hast diese Entfernung halt und du wirfst die sehr schnell um. Das ist für am Anfang ist das einfach nur meine Standard, nur am Anfang meine Standardwaffe. Bis ich nachher meinen Zweierhammer wieder zum Klopfen nehmen kann. Klopfen. Guck mal, willst du die haben hier? Du magst doch Schuddies. Verkaufst du halt. Nö, die würde ich nehmen. Nice. Ja. Harry, willst du. Wo bist du? Ich mit nach Hause. Schöne Schrot. Nimmst du Sperre? Nee, ne? Da kann ich noch die Schrot. Dann verkaufe ich den anderen, ne? Die Drosselmod kann ich da noch dran bauen. Was macht nochmal Rückschlag? Das ist eigentlich richtig gut. Ah, kann ich nicht dran packen. Ist ein Schnabel? Nee, brauche ich nicht. I just knew you'd find something you'd like. Ja, da kann ich dann die Drossel mal dran packen. Ach okay, ja. Hm? Jo. Aber der sieht schon nice aus, wie so eine Säge. Boah. Ja, cool. Da hab ich gleich gedacht, die anderen Sachen waren jetzt nicht so gut. Ich hab gleich gedacht, komm, nimmst den Stahlspeer. Beste. Ja, dann nehme ich jetzt gleich mal die Schroti. Dann, wenn noch jemand von euch den Unterhebel-Repertoire haben will, den ich jetzt gerade hab. Na, ich wollte. Mary hat mir einen mitgenommen. Ich weiß nicht, was du für ihn hast. Muss ich Level 4 hab ich. Müssen wir trotzdem vergleichen, oder? Mhm. Immer noch. So ist es. Ja, zumindest hat meiner 4 Modplätze. Ich weiß nicht, wie viel der hat. Du brauchst doch bloß die Taste drücken, Schatz. Ja, ich suche gerade Honig. Achso, haben wir irgendwo genug. Oder Antibiotika. Haben wir. Ja, 10 Honig. Seit ich sortiere das dann alles noch. Das mache ich dann aber beim neuen Heim dann. Die Schmerztabletten findet man ja schnell. Die habe ich schon genommen. Hm. Ich glaube, wenn ich dann wirklich erstmal hier rumsortiere und so weiter, ich weiß noch nicht, ob ich die nächste Horde mache oder ob ich die mal ausstelle. Einfach nur, weil das dann echt viel Zeit fressen wird. Also da geht mir mindestens einen Tag flöten, das alles rüberzubringen. Ja, nicht nur das, also wie soll ich sagen, das wären ja bedeutend mehr Zombies. Hm. Müsstest du ja auch runterdrehen, dann sind die schnell, also ich glaube, ich spiele ja nur Horden so aus Bock, weißt du, nicht weil es im Spiel implementiert ist. Also ich glaube, die rotzen mich schon um, das war's. Denke schon. Weil das ist ja auch höher vom Schwierigkeitsgrad nochmal. Ja, wie gesagt, meine Horde hatte ich ja ziemlich gut auf dem Platz hingekriegt. Weiß nicht, ob du dir das angeschaut hast. Ja gut, hattest. Wir verteidigen ja von oben. Ja, da waren... Ja, naja, und dann hatte ich ja noch dieses Ding da aufgestellt und bei 3 Leuten 3 solche Robotikhammer, die kommen kaum an die anderen. Gut, stimmt, wir machen ja nicht auf offener Fläche diesmal. Also ich fand das Gebäude schon ziemlich gut, also wenn du es dir mal angeschaut hast. Also die Horde lief echt gut. Ja, ich muss das halt nochmal gucken, wie gesagt, ich war da so bis schon am Wegdusseln. Das lief echt gut, weil die kommen auch fast alle dann von, oder wollen dann über eine Stelle dann zu dir kommen. Ja. Über diese Rampe halt. Wenn du dann noch die Leitern und so wegbaust. So. Guck ich mal, wenn das regnet. Nee, das hat keine Auswirkung. Ja, warum kann man keinen Regenwassersammler bauen, zum Beispiel? Irgendeine Tonne, die du da hinstellst oder so. Warum denn Tausammler? Regenwasser sammeln ist doch so viel einfacher. Hä? Logischer. Richtig. Oh, Essen müssen wir langsam wieder gucken. Ja, ist doch noch im Dings drin, im Lagerfeuer. Na? Muss ich bald wieder was herstellen? Ja, aber haben schon noch ein bisschen. So, wo haben wir die Drosselmod? Ach, ich hätte mal die ganzen Einzelteile verkaufen sollen. Egal. Wir haben Besuch. Durst.
Bitten. Ja, das hörst du mal ein bisschen blöd, wenn es so laut regnet. Ich hab die alte fürs Quietschen hören. Ah ja? Oh ja, die Drosselmod macht übelst was aus. Krass, okay. Holy shit. Sie kommen. So, jetzt fängt der Spaß an. Kann ich noch irgendeine Mod dran bauen? Hab ich hier noch irgendwas? Nee, das ist für nehm ich. Nahkampf. Nehm ich, tausche ich mit der Pistole aus. Ja. Einfach noch mehr Schaden. Ja, zack. Alter, Schaden pro Kugel 20,3. 10 Kugeln. Das heißt, wenn alle treffen, 200 Schaden mit so einer Schrot. Ja. Oh, Alter. Oh, Schrot. Das ist schon heftig. Okay. Hier der Repetierer, da ist auch noch ein Zielfernrohr dran, ein kleineres. Ich such grad das ganz Gute. Ja. Hm. Ich leg mal meins noch mit hier hin. Ich die mal. Nee, das kleine zieht mir anders mit. Wo haben wir die anderen? Ach, hier ja, ich mag drin, das kleine halt. Einfach nur, weil das dann auch in der Nähe ziemlich gut funktioniert. In der Nähe geht das schon ganz gut, neben du vor den stehst und drauf schießt wie mit einer Schrodi. Das geht ganz gut. Hat eine Achter. Ja, irgendwie hinten. Mit der Mitte. Was ist das? Vor allen Dingen. Das hatte ich ja auch in einer Aufnahme gesagt. Ich würde es ein bisschen besser finden, wenn die Nachladeanimationen noch angepasst sind auf anhand der Munition, die du brauchst. Also zum Beispiel bei einer Shotgun. Ja, der lädt ja drei mal rein. Zum Beispiel, oder hier bei der Shotgun wirklich 8 Schuss dann erstmal nachladen. Und dass du das halt einzeln so machen kannst. Einzeln nachladen immer. Würde mir an sich besser gefallen, einfach. Ja, das ist eine Mutti. Hier, OW, das ist vielleicht auch noch was für dein Gewehr. Hier. Hm? Wegen Rückstoß. Ist bei dem ja, bei dem Ding ja richtig heftig. Nee. Der Rückstoß. Ey, jetzt bin ich bei 115 Schaden, gell? Mach das mal kritisch mit voll ausgebautem Crit. Hast du schon über 300 Schaden. 306. Fast. Nee, noch 720 bei Kopfschüssen. Es wird ja bei Kopfschüssen verdoppelt. Ah ja, dann behebt die ruhig mal auf und die auch. Wieso musst du den räumen willst? Mache ich dann mal alles, wenn ich es wirklich sortiere. Ich hau jetzt erstmal alles noch rein. Schade um die Kisten hier gerade, aber. Egal. Die Armbrust ist fast genauso stark. Ist genauso gut. Ja, das werde ich dann mal offline machen hier mit dem Umzug. Mhm. Wird ein Stück dauern, aber was soll's. Und dann bleiben wir hier stehen. Genau, ich würde mal die Folge beenden. Das wird jetzt eh bestimmt eine Weile dauern. Müssen wir wieder zusammen weiterspielen? Es ist halt so. Müssen wir mal gucken. Ja, morgen. Nee, wir nehmen mal morgen weiter. Ja, morgen geht's ja weiter. Nee, machen wir ja auch nochmal 3-4 Folgen. Das, und dann werde ich dann, ich weiß ja nicht, wann wollten wir da zocken? Warte mal, wir beenden erstmal die Aufnahme. Ja, stimmt. Dann, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss!